So, und willkommen zu Ultraxion Heroisch, den fünften Boss in Drachenseele. Ja, und jetzt wird's erstmal ein bisschen trocken. Denn ich habe ein bisschen früh auf die Aufnahme gedrückt. Ich hab's auch schon geschafft, an der Stelle zu prepotten, also. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Zumindest habe ich diesmal die Ghoul-Armee rechtzeitig rausgeholt, dass wir jetzt. Ah, nee, die ist eh auf Cooldown daher. So, Ultraxion Heroisch ist wie eine normale Ultraxion. Er macht sein komisches Zwielichtgetue da, wo man dann auf diesen Knopf mitten auf dem Bildschirm drücken muss, um seinen Zwielichtansturm zu entkommen. Nebenbei macht er einen Debuff, wo man ebenfalls auf den Knopf drücken muss. Zusätzlich müssen hier zwei Spieler draußen bleiben. Also, oder drinnen bleiben trifft es eher. Und diese zwei Spieler dürfen die nächsten zwei Male nicht drin bleiben, weil sie sonst instant sterben. Das heißt, man braucht sechs Leute, die insgesamt drin bleiben. Ich gehörte, glaube ich, in dem zwei hier zur Gruppe 1 und müsste dann in 4 Sekunden drinnen bleiben. Ja, ich zünde alle meine Cooldowns. Das sieht man da unten schön, das grüne Ding und das Mannequin daneben. Man könnte jetzt auch noch in die Blutpräsenz gehen, aber so reicht es auch schon. Ich glaube, die Blutpräsenz habe ich dann beim zweiten Mal benutzt. So, mal gucken, dass wir jetzt einen Debuff kriegen. Ansonsten, dieser Boss ist einfach so langweilig. Vor allem, was mich hier nervt, man kann diesen Boss nur von vorne angreifen. Das heißt, man sieht hier bei meinem Begleiter hauptsächlich gestreift, gestreift, gestreift. Ja! Jetzt fällt auf, dass der Todesritter keine Waffenkunde skillt. Und schon verliert man 3% DPS. Ja, jetzt sind wir rausgegangen hier. Raus aus dem Kampf. Was auch noch zu sagen ist, er castet diesen Spell wesentlich schneller als auf normal. Das ist wirklich hier ein Kampf, wo es um reine Reaktionszeit geht. So, jetzt haben wir den Debuff. Auch da wieder rausgegangen. Schön gemacht. Hier ist wirklich Reaktionsboss, kann man sagen. Das ist kein Boss für Leute, die ständig Lachs haben, wie mein alter Main Tank aus vergangenen Zeiten es sagte. Ich hab Lack. So, wieder raus hier. Ah, man sieht, das kommt recht flott durch. Aus 5 Sekunden wurden mal schnell 3 Sekunden gemacht und das merkt man. Ultraxion an sich geht recht schnell runter, was auch jetzt daran liegt, dass wir quasi auch schon jetzt sehr gutes Gear haben. Den 35% Buff, nee, 30% Buff, den übersehe ich jetzt einfach mal. Nebenbei kommen hier übrigens, das sieht man hier, Xerra beschwört, Essenz der Träume. Das sind Buffs für die Heiler. Dazu kann ich nichts weiter sagen, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. So als Melee interessieren die einen recht wenig. So. Habe ich jetzt hier gepennt oder hatte ich ja nur alles auf Cooldown? Da ging ich jetzt wirklich ein bisschen sehr weit runter. Ah, na gut, ich habe es überlebt. So, jetzt kommt auch schon der Endspurt. Da kriegen wir noch eine Phase oder kriegen wir keine? Ja, eine kriegen wir auf jeden Fall noch. Der hat noch 10 Millionen. Was mich so ein bisschen stört ist, da muss ich mal gucken, dass ich meine Wait Frames ein bisschen umgestellt kriege. Dass der Balken schon fast über dem Ding ist. Und man ihn so quasi jetzt zum Beispiel sehr schlecht nur erreichen kann. Ja, schon wieder mal so ein Debuff. Das ist das Schöne jetzt an Raid Addons, das sagt das einen genau an. Da muss man nicht wirklich immer da oben hingucken. Ich hab eine Obenschwäche, kann man sagen. Ich achte meistens wirklich nur auf den unteren Teil des Bildschirms.
Sprich, ich sehe meine eigene Lebensleiste nicht. Und auch zum Teil übersehe ich auch ab und zu mal gerne was. So, jetzt liegt der alte. Der alte Drache hier. Ja, aber du bist Ultraxion, genau. So, das Ding geht auf. Jetzt wird gepostet hier, weil jetzt können nicht alle gucken. Was hatten wir denn drin? Ich... Mal kurz, fahre ich noch drüber. Ja. Da haben wir einmal eine Schildhand und Priester, Paladin, nee, PPH-Zeug. So, und das war Ultraxion heroisch. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuschauen.